Heute für euch 9 Harry Potter Theorien, die du nicht glauben wirst. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir 9 absolut verrückte Harry Potter Theorien besprechen. Von guten bis hin zu absolut erstaunlichen Theorien werde ich euch durch diese Konzepte führen, von denen einige tatsächlich im Zusammenhang mit den Fantastische Tierwesen-Filmen stehen. Lasst uns also nicht weiter drum rumreden und direkt loslegen. Beginnen wir mit der Nummer 9. Hermine und Ron sind die Gegenstücke von Lily und James Potter. Eine Fantheorie, auf die ich gerne näher eingehen möchte, besagt, dass Hermine und Ron die Gegenstücke von Lily und James Potter sein könnten. Aber was genau bedeutet dies? Lily war eine Hexe muggelstämmiger Herkunft. Basierend auf dem, was wir über ihre Beziehung zu Severus Snape wissen, war sie einfühlsam und freundlich. Ihre Tapferkeit und Intelligenz zeigten sich in ihrer Zugehörigkeit zum Haus Gryffindor in Hogwarts. Sie opferte sogar ihr eigenes Leben, um ihren kleinen Sohn vor Lord Voldemorts tödlichem Fluch zu schützen. James hingegen war ein reinblütiger Zauberer mit einer langen Ahnenreihe magischer Vorfahren. Er war dafür bekannt, gelegentlich jähzornig zu sein und in seiner Jugend nicht immer der freundlichste Mensch, insbesondere im Umgang mit Severus Snape zu sein. Doch er zeichnet sich durch seinen unglaublichen Mut und seine Loyalität gegenüber seinen Freunden, den Rumtreibern, aus. Aber worauf genau zielt diese Theorie ab? Die Parallelen zwischen Lily und Hermine Granger, einer muggelstämmigen Hexe, die äußerst mitfühlend und intelligent ist, sind offensichtlich. Auch zwischen James und Ron gibt es auffällige Ähnlichkeiten. Wie du vielleicht weißt, stammt Ron Weasley ebenfalls aus einer reinblütigen Familie, verliert gelegentlich die Beherrschung und zählt zu den loyalsten Personen, die Harry je getroffen hat. Sind diese Parallelen reiner Zufall? Es ist schon möglich. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass J.K. Rowling sie absichtlich als Gegenstück zu Harrys Eltern gestaltet hat und sie dazu benutzte, Harry auf eine Weise durch seine Jahre in Hogwarts zu begleiten, die seine verstorbene Mutter und sein Vater nie erreichen konnten. Machen wir weiter mit der Nummer 8. Credence Barebone ist ein Dumbledore und ein Snape. Seit dem ersten Fantastische Tierwesen-Film wird über das Erbe von Credence Barebone spekuliert. Während die Antwort auf die Frage nach seinem Vater im letzten Film gegeben wurde, bleibt die Identität seiner Mutter immer noch ein Rätsel. Ich persönlich glaube, dass Credence mit niemand anderem als Severus Snape verwandt sein könnte. Er könnte ein Cousin von Eileen Prince, der Mutter von Snape väterlicherseits, sein oder einfacher ausgedrückt ein heimlicher Sohn einer der Schwestern von Eileens Großvater. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Ariana Dumbledore war ein Obscurial. Wie einige von euch sich vielleicht erinnern, habe ich schon das ein oder andere Video über Obscuriale gemacht und diese Theorie hat auch mit Obscurialen zu tun, und zwar mit Ariana Dumbledore. Diese Theorie entstand aufgrund von Informationen, die wir über Credence Barebone in der Fantastische Tierwesen-Reihe erhalten haben, in der dieser Zauberer zu einem Bösewicht wird. Es war äußerst aufregend zu sehen, wie diese Theorie im Film Dumbledores Geheimnisse bestätigt wurde, der nur kurze Zeit später veröffentlicht wurde. Also ja, Ariana Dumbledore ist ein Obscurial gewesen. Kommen wir zur Nummer 6. Snapes einleitende Worte an Harry Potter im Unterricht sind eine verschlüsselte Aussage über Lily Potter. Die Diskussionen zu diesem Thema laufen bereits seit Jahren und daher handelt es sich keineswegs um eine neue Theorie. Dennoch ist die Theorie so genial, dass ich sie hier zumindest erwähnen wollte. Ein Fan veröffentlichte im Jahr 2016 eine Theorie, die in vielen Veröffentlichungen auftauchte, etwa zur gleichen Zeit wie der Tod von Alan Rickman, dem Schauspieler, der Severus Snape in den Harry Potter Filmen spielte. Die Theorie lautet wie folgt. In Snapes ersten Worten an Harry fragt er: Potter, was bekomme ich, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufüge? In der viktorianischen Blumensprache ist der Asphodel eine Lilienart und bedeutet, mein Bedauern folgt dir ins Grab, während Wermut Abwesenheit symbolisiert und typischerweise auch bitteren Kummer darstellt. Die Kombination dieser Bedeutungen ergibt Folgendes: Ich bedauere Lillys Tod zutiefst. Allerdings gibt es auch eine andere Interpretation der ersten Worte von Snape an Harry. Ein Reddit-Nutzer argumentierte, dass Asphodel eine Lilienart ist, die im antiken Griechenland mit dem Tod und Gräbern in Verbindung gebracht wurde. Wermut, auch als Artemisia bekannt, wurde von den Griechen üblicherweise als Schutzopfer für ihre Götter verbrannt. Mit seinen Worten wollte Snape möglicherweise Folgendes ausdrücken: Auf Lillys Grab verspreche ich, dich zu beschützen.
Machen wir weiter mit der Nummer 5. Und das ist der Grund, warum Voldemort nur halbmenschlich aussieht. Dies ist eine der unheimlicheren Theorien in unserer Liste, die aber durchaus irgendwie Sinn ergibt. Diese Theorie besagt, dass Voldemort Teile seines eigenen Körpers opfern musste, um seine Seele an jeden physischen Gegenstand und Horcrux zu binden. Je mehr Horcruxe er erschuf und je mehr Teile seines Körpers er opferte, desto stärker verschlechterte sich sein Aussehen. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatte er bei seiner Wiedergeburt keine Nase, sondern nur noch rote Schlitze als Augen und eine blasse graue Haut. Wer weiß, welche weiteren Verluste er dabei erlitt. Man kann ja nicht wissen, welche Einbuße er unter seiner Robe verkraften musste. Kommen wir zu Nummer 4. Azkaban war ein Weg, um Gefangene und auch die Dementoren einzusperren. Azkaban diente nicht nur als Gefängnis für Verbrecher, sondern auch als eine Einrichtung, um die Dementoren zu inhaftieren. Nach der Einführung der Dementoren in der Gefangene von Azkaban haben viele Fans darüber spekuliert, dass diese magischen Gefängnisse genauso sehr dazu dienten, die Dementoren zu inhaftieren wie die dortigen Verbrecher. Obwohl die Dementoren eigentlich die Wächter von Azkaban sein sollten, schien diese Einrichtung perfekt geeignet zu sein, um diese seelensaugenden Wesen daran zu hindern, in der Zaubererwelt Schaden anzurichten. Tatsächlich hat J.K. Rowling diese Theorie sogar bestätigt. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Die Dementoren waren mehr an Harry als an anderen Zauberern interessiert. Die Dementoren zeigten ein deutlich größeres Interesse an Harry Potter als an allen anderen Hexen und Zauberern zusammen. Hast du dich jemals gewundert, warum diese unheimlichen und gruseligen Kreaturen scheinbar weitaus mehr an Harry Potter interessiert waren als an allen anderen? Nun, die Theorie besagt, dass dies aufgrund seiner besonderen Verbindung zu Voldemort geschah. Als Horcrux trug Harry nicht nur seine eigene Seele, sondern auch ein Stück von Lord Voldemorts Seele in sich. Dies würde natürlich bedeuten, dass jeder Dementor, der versuchte, seine Seele auszusaugen, mehr erhielt, als er erwartet hatte. Und es ist durchaus möglich, dass die Dementoren dies spürten, dass Harry zwei Seelen in sich trug. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Dumbledore hatte mehr als nur einen Plan. Es ist weithin bekannt, dass Albus Dumbledore ein Zauberer mit zahlreichen Geheimnissen war. Eine Sache, die nicht gut aufgenommen wurde, war die Tatsache, dass Albus seinen Plan, Harry all die Jahre hindurch bei den Dursleys aufwachsen zu lassen, um ihn Voldemort gegenüberzustellen und sterben zu lassen, vor allen verheimlicht hatte. Selbst Severus Snape war verärgert darüber. Aber die entscheidende Frage lautet, welche weiteren Geheimnisse hegte er? Gab es noch andere Pläne und Strategien, die er hinter den Kulissen heimlich schmiedete? Nun, es gibt einige Theorien, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Eine Theorie dazu besagt, dass Dumbledore möglicherweise wusste, dass ein Leben bei den Dursleys dazu führen könnte, dass Harry zu einem Obscurial wird. Angesichts dessen, dass Albus Dumbledores Schwester Ariana eine solche war, hätte er dieses Risiko durchaus erkannt. Diese Theorie behauptet, dass er dieses Risiko in Kauf nahm, weil er glaubte, dass Harry im Ernstfall zumindest eine bessere Chance gehabt hätte, Voldemort mit größerer Stärke entgegenzutreten. Es gibt auch die Vorstellung, dass Dumbledore Hogwarts heimlich mit einem Schutzzauber belegte, der sicherstellte, dass keiner der Schüler während seiner Amtszeit als Schulleiter sterben würde. Obwohl während der Saga viele gefährliche Gefahren Hogwarts heimsuchten, schien Dumbledore nie besonders besorgt zu sein. Außerdem kann ich mich an keinen einzigen Schüler erinnern, der während seiner Zeit als Schulleiter starb. Schließlich gibt es die Theorie innerhalb dieser Theorie, dass Dumbledore möglicherweise beabsichtigte, dass Harry in seinen Okklumentik-Unterrichtsstunden bei Severus Snape versagen sollte, um Voldemort zu einer unüberlegten Handlung zu provozieren. Offensichtlich war er sich bei der Spannung und der Vorgeschichte zwischen Severus und Harry durchaus bewusst. Daher fällt es schwer zu glauben, dass er es für sinnvoll hielt, die beiden für diese Lektion zusammenzubringen. Die Vorstellung, dass er dies jedoch absichtlich tat, passt besser zu dem, was wir über Dumbledore und seine Bereitschaft wissen, Harry und andere im Namen des höheren Wohls absichtlich in Gefahr zu bringen. Kommen wir nun zu der letzten Theorie. Harry war der Meister des Todes. Unsere letzte Theorie für heute und meine erste Wahl für die beste Theorie in dieser Liste besagt, dass Harry der namenlose Meister des Todes war. Viele Fans waren völlig schockiert, als Harry im letzten Film den Elderstab einfach in zwei Hälften brach. Schließlich handelte es sich um das mächtigste Werkzeug in der Zaubererwelt. Er hätte ihn nicht einfach mit bloßen Händen zerbrechen dürfen. Aber
Harry beherrschte den Elderstab, den Unsichtbarkeitsumhang und den Stein der Auferstehung. Die drei Gegenstände, die in der Geschichte der drei Brüder erwähnt werden und eine Hexe oder einen Zauberer zum Meister des Todes machen würden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich einleuchtend. Eine interessante Facette dieser Enthüllung ist die Idee, dass Harry möglicherweise nur deshalb in der Lage war, nachdem Voldemort ihn mit dem Todesfluch getroffen hatte, ins Reich der Lebenden zurückzukehren, weil er der Meister des Todes war. Und das war's mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Gibt es andere Harry Potter Theorien, die ihr mögt oder sie mit allen in den Kommentaren teilen möchtet? Dann tut dies bitte gerne. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.